Schauen nach Sulz. Früher hieß es auf den Briefmarken und auf den Postumschlägen das Vorderland der Garten Vorarlbergs. Es ist wirklich wunderschön. Eine Gemeinde mittendrin ist Sulz und wir freuen uns sehr, dass der Bürgermeister der Gemeinde Sulz, Karl Wuschitz, jetzt heute bei uns im Studio ist. Einen schönen guten Abend, Herr Wuschitz. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Gerne. Ihre Premiere bei Vorarlberg Live. Viel zu lange haben wir nicht nach Sulz geschaut. Das wollen wir heute Abend ändern. Sie führen, um beim Politischen zu bleiben, eine Einheitsliste an, ein Konstrukt, das über 30 Vorarlberger Gemeinden einsetzen, um die Parteipolitik sozusagen aus dem Ort zu halten und für die Bürger zu arbeiten. Wie gut klappt das Ihrer Ansicht nach? Sind ja doch schon seit 2005 Bürgermeister. Wie gut klappt das in Sulz? Also das ist eine Einrichtung, die wir, wie Sie richtig sagen, schon seit über 30 Jahren in der Gemeinde Sulz haben und auch pflegen. Es funktioniert sehr gut. Wir haben das gemeinsam so vor über 30 Jahren beschlossen, so handzuhaben. Und wir haben das in all diesen Jahren erfolgreich weitergeführt und auch umgesetzt. Wir haben ein sehr wertschätzendes Miteinander. Ich merke, dass sehr viel Sachpolitik gemacht wird und auch der persönliche Umgang gegenseitig in dieser Einheitsliste ist hervorragend. Also wir können das nur positiv bestätigen, dass auf Parteien verzichtet wird in einer solchen Größenordnung, wie die Gemeinde Sulz sich darstellt, dass ein Erfolgsrezept sein kann. Die Politik spielt aber doch eine Rolle. Oft werden diese Einheitslisten von der ÖVP vereinnahmt. Sie werden dann auch bei Wahlen als schwarz bezeichnet. Das würde mit Ihrem Lebenslauf nicht ganz zusammenpassen, der eher Berührungspunkte mit der Sozialdemokratie hat. Sie haben sicher auch die Situation in Niederösterreich verfolgt über die vergangenen Tage. Wie geht es Ihnen mit diesem schwarz-blauen Pakt? Wenn Sie mich nach den politischen Empfindlichkeiten fragen, dann bin ich zweigeteilt. Einerseits geht es mir sehr gut, wie die Politik in der Gemeinde Sulz aufgestellt ist. Hier ein wertschätzendes Miteinander, eine hervorragende Sachpolitik, die, wie gesagt, sehr wertschätzend gegenüber den anderen Parteigenossinnen und Genossen ist und in der Einheitsliste. Und auf der anderen Seite das Verstörende in der Landes- und der Bundespolitik, wo doch ziemlich heftig aufeinander hingehauen wird, verbal, Anschuldigungen, Anschuldigungen, das kennen wir in der Gemeindepolitik in Sulz in dieser Form überhaupt nicht. Deshalb verstört es uns auch und ich glaube, dass das auch nicht der Politik dienlich ist, wenn man so aufeinander hinschlägt. Dann diese Vorkommnisse in Niederösterreich. Das muss ich auch sagen, das habe ich mit Bedauern so wahrgenommen. Ich habe, wie gesagt, in der Gemeindepolitik einen sehr wertschätzenden Umgang miteinander. Ich habe von meinem Elternhaus eine christlich-soziale Ausrichtung mitbekommen für meinen Lebensweg. Den möchte ich als Bürgermeister in meiner täglichen Arbeit auch einbringen. Den möchte ich auch in der Gemeindevertretung einbringen. Und da haben wir eine Partei, die ÖVP, die auch diese christlich-sozialen Werte immer hoch auf ihre Fahnen geheftet hat. Und dann, nach meinem Dafürhalten, koaliert sie mit einem Partner, der wissenschaftlich fremdenfeindliche Nationalisten unterstützt. Und das kann ich einfach nicht gutheißen. Ich denke, man redet viel von der Politikverdrossenheit, von den jungen Menschen und von den Menschen generell, die sehr politikverdrossen sind. Ich denke, das stimmt so nicht. Die Menschen sind sehr wohl politisch interessiert. Was die Menschen bewegt und was sie verdrossen macht, ist die Art und Weise, wie teilweise Politik gemacht wird. Und das ist so ein Vorgang in Niederösterreich, die auch nach meinem Dafürhalten bis tief ins Land hineinspielen, bis in die Gemeinden hineinspielen, weil einfach das spürbar ist, dass die Menschen das Gefühl haben, mit ihrer Stimme wird nicht sorgsam umgegangen. Auch im Bund ist derzeit ein großes Thema das Zuschütten der Gräben, die in der Gesellschaft entstanden sind während Corona. Die Bürgermeister waren ja sehr aktiv. A, gab es einige, die sich besonders schnell impfen haben lassen. Da wären wir hinterher noch froh gewesen. Es wären mehrere diesem Vorbild gefolgt. Sie waren aber auch sehr aktiv, eben Überzeugungsarbeit zu leisten in puncto Impfen, haben sehr viel organisiert an diesen Pandemie-Maßnahmen, die da notwendig waren. Jetzt heißt es in Niederösterreich Corona-Strafen, Rückzahlung. Wie geht es Ihnen dabei? Sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn in einem Arbeitsprogramm solche Dinge drinnen stehen, dass da Corona-Rückzahlungen eventuell in Millionenhöhe getätigt werden und im gleichen Arbeitspapier kaum mehr was von Kinderbetreuung und Kindergärten drinnen steht, das stößt bei mir schon ein bisschen
sauer auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wollen ganz konkret über Sulz reden und wenn Sie über Kinderbetreuung und Investitionen in Kinder sprechen, dann ist Sulz natürlich ein Paradebeispiel. Der Kindercampus vor wenigen Jahren eröffnet, aber jetzt auch gerade in diesen Wochen, die letzten Handwerker fahren noch ein und aus, die Mittelschule, die saniert wurde, die Bücherei wurde kürzlich erweitert, auch Rankweiler Kinder sind in der viel kleineren Gemeinde Sulz zur Betreuung. Wie sind die Investitionen in Kinder bisher gelaufen und mit welchen weiteren Herausforderungen rechnen Sie in diesem Bereich? Wie Sie richtig sagen, wir haben gemeinsam einen Kindercampus geschaffen. Wir hatten das große räumliche Glück, dass wir die Volksschule in der Nachbarschaft haben, den alten Kindergarten in der Nachbarschaft haben, das Musikheim in der Nachbarschaft haben, das Pfarrheim in der Nachbarschaft haben. Und unsere Idee war, das in einem gesamten Campus zusammenzuführen. Das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Es gibt einen regen Austausch zwischen den einzelnen Einrichtungen, die wir in Sulz haben. Die Volksschüler kommen zum Mittagstisch in den Campus. Das funktioniert hervorragend. Und ich denke, dass wir als Gemeinde Sulz, als kleine Gemeinde Sulz, in Richtung Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz sehr gut aufgestellt sind, also diesen Versorgungsauftrag sehr ernst nehmen und hier gut aufgestellt sind. Wo wir wirklich Sorge haben, sind natürlich immer wieder neue Richtlinien, wenn Gruppenzahlen reduziert werden, das trifft uns natürlich hart. Einerseits fehlendes Personal, das ist immer ein Thema, aber auch wenn die Gruppenanzahl reduziert wird, fehlen uns auch zukünftig Gruppenräume. Also hier haben wir schon Sorge, dass wir das alles noch stemmen. Hier sind die ersten Überlegungen angedacht, auch mit Nachbargemeinden zu kooperieren und wir werden das auch sicherlich im Vorderland sehr gut handeln, indem wir uns gemeinsam auch austauschen. Sie haben Gemeindekooperationen angesprochen und Sulz ist ja vieles, aber auch mit seinen 2500, 2600 Einwohnern für vieles zu klein. Mit Rötis, mit Zwischenwasser ist nicht immer ganz klar, wo man aufgrund der Gemeindegrenzen, die ja doch recht originell verlaufen, auf wessen Boden und Grund und Boden man dann aktuell steht. Welche Rolle spielen denn Gemeindekooperationen? Sie haben das im Bauamt seit Jahren vorgelebt, aber es sind mittlerweile viele andere Bereiche auch. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was Sie hier ansprechen. Ich denke, die Region Vorderland-Feldkirch ist hier ein Paradebeispiel in Sachen Kooperationen. Wir haben, wie Sie richtig sagen, waren die ersten, wo eine gemeinsame Baurechtsverwaltung installiert hat. Wir haben mittlerweile eine gemeinsame Finanzverwaltung. Wir haben ein gemeinsames Salzstoffsammelzentrum. Also wir haben sehr viele Dinge in Kooperation mit dem Wissen, dass wir in den kleinen Gemeinden nicht alles selber lösen können. Und unser Ansatz in der Region ist, in einem gemeinsamen, guten Miteinander hier miteinander, wo es geht und wo es Sinn macht, zu kooperieren. Was wären weitere Punkte, die im Zusammenspiel mit den Gemeinden gelöst werden können? Zum Beispiel sind wir momentan eine Entwicklung des regionalen Bauamtes mit den Nachbargemeinden. Hier sind wir auf einem guten Weg, da sind wir in einem Prozess drinnen, dass wir auch alles, was Bauamttätigkeiten in den einzelnen Gemeinden anfallen, hier gemeinsam bündeln wollen und auch in einer Kooperation schlussendlich führen wollen. Das ist das nächste Projekt, was wir angehen wollen. Also dass nicht nur Baurechts, dass die Bürger nicht nur mit Baugenehmigungen bei der zentralen Stelle zu tun haben, sondern auch Aufträge, die die Gemeinden haben, abgewickelt werden. Richtig, also ein klassisches, früheres Bauamt in den Gemeinden. Das wollen wir zusammenführen, damit wir da entsprechend auch gut aufgestellt sind. Jetzt gibt es ein Projekt, das groß angekündigt wurde und heute Leerstand in der Mitte des Ortes heißt, nämlich dort, wo früher das Giebelkreuz war, der alten Raiffeisenbank, die umgezogen ist an die Hauptstraße. Dort sollte ein Gesundheitszentrum entstehen. Jetzt ist da nichts, die Bank ist ausgezogen und es ist leer. Wie geht man mit Leerstand im Zentrum um und was könnte dort dann trotzdem entstehen? Ja, das ist leider zu bedauern. Wir waren da guter Dinge, dass wir wirklich was Tolles schaffen können, nicht nur für die Gemeinde Sulz, sondern auch als Nachnutzung für das gesamte Vorderland. Ein Gesundheitszentrum, das ist leider nicht zustande gekommen. Die Gründe hier sind unterschiedlicher Art. Corona, die Teuerung, was da in den letzten Wochen und Monaten reingespielt hat, hat dieses verunmöglicht. Leider ist das jetzt nicht zustande gekommen. Aber wir versuchen da in einem guten Miteinander auch eine gute Nachnutzung zu finden für dieses Gebäude. Es gibt in Sulz, auch im Zentrum, noch schöne Wiesen, auch Obstbäume etc. Und dann gibt es immer wieder diese Meldungen, zuletzt zum Beispiel 1400 Quadratmeter für 2 Millionen verkauft. Wer kann sich Sulz denn noch leisten? Die wenigsten. Das ist leider Gottes auch ein Übel dieser Zeit, dass die Grundstückspreise exorbitant am Steigen sind. Das ist echt etwas, was uns Sorge bereitet. Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis eines jeden Menschen und hier richtige Antworten zu finden, da sind wir als Gemeinde schon stark gefordert. Also mit diesen Grundstückspreisen kann
wirklich können die wenigsten mithalten. Das ist einfach leider Gottes so. Den Gemeinden geht es so, dass die Einnahmenseite einbricht, weniger Geld in die Kassen kommt und immer mehr Ausgaben auf sie zukommen. Welche Projekte werden Sie dennoch ob der schwierigen Finanzsituation angehen können? Sie haben nein, ganz richtig gesagt, dass wir sehr viel Geld in den Kindercampus gesteckt haben. Jetzt haben wir die Mittelschule saniert. Jetzt steht die zweite Etappe an, es ist noch nicht fertiggestellt. Wir haben mittlerweile die gesamten Innenräume dementsprechend saniert, aber der Außenbereich ist noch zu gestalten. Die Turnhalle ist dementsprechend noch zu adaptieren. Das sind Dinge, wo uns noch zukünftig finanziell belasten werden. Und wir müssen, so wie jeder andere Haushalt auch, wenn er dementsprechend jetzt Investitionen getätigt hat, ein bisschen kürzer treten. Wir werden also wirklich nur das Notwendigste in den nächsten Jahren uns leisten können. Hier sind wir stark daran interessiert, alles, was für die Daseinsvorsorge sehr wichtig ist für eine Gemeinde, zu bewerkstelligen. Wir haben heuer im Budget die Sanierung eines Hochwasserbehälters auf der Agenda und Austausch der alten maroden, mittlerweile auch in die Jahre gekommenen Wasserleitungen. Und dann müssen wir uns wirklich nach der Decke strecken und wirklich jedes Budget für sich anschauen, was können wir uns leisten, was ist sinnvoll, was ist wichtig. Und da können wir uns wahrscheinlich auch nicht mehr so finanziell in Unkosten stürzen, das wird nicht mehr möglich sein. Wie Sie richtig sagen, die Einnahmen sind am Schwinden und die Aufgaben werden immer größer. Es gibt jemanden, der dem Vorderland den Rücken kehrt oder dabei ist, das zu tun, der FFC Vorderland, eine der berühmtesten Frauenfußballmannschaften in Vorarlberg, die geben Sie nach Altach ab. Schmerzt das? Das ist einfach der Erfolg, dem Erfolg geschuldet. Der FFC Vorderland ist so stark sportlich gewachsen. Auf der einen Seite sehr erfreulich, dass sie wahrscheinlich mit den lokalen Begebenheiten, die wir in Sulz anbieten können, nicht mehr das auslangen finden. Das muss man mit aller Klarheit und Deutlichkeit einfach auch so zugeben. Das geht nicht mehr. Nun, nicht hätten wir es lieber gehabt, wenn sie bei uns in der Gemeinde geblieben wären. Ja, sie hätten nur ein weiteres Stadion bauen müssen wahrscheinlich da. Ich habe gerade vorher beschrieben, wie knapp die Finanzmittel sind. Herr Bürgermeister, vielen Dank. Eine Gemeinde, in der Großes entsteht und die auch kooperiert. Karl Wutschitz war das Bürgermeister der Gemeinde Sulz. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Gerne. Nochmals danke für die Einladung. Gerne.